Wir haben schon seit längerem einen Adapter bei uns im Sortiment, der es ermöglicht, ein nachgerüstetes Autoradio auch ohne Zündung zu betreiben, also im Stand. Und der Adapter, der schaltet die Zündung hin und her auf Dauerplus oder auf Zündung. So, und dieser Adapter ist in der Regel an der Starterbatterie angeschlossen. Und in unserem Support kommt öfters die Frage rein, wir möchten aber diesen Schalter gerne auf einer Zusatzbatterie angeschlossen haben. Und genau um das geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei AAS24, eurem Kanal für guten Sound im Auto. Dieser gerade genannte Adapter hat einen Schalter mit dabei, der nach Belieben irgendwo installiert werden kann, wo man dann eben Zugriff drauf hat. Und die Zuleitung für die Zündung hat eine Diode extra drin. Ja, das brauche ich euch nicht großartig erklären, die muss auf jeden Fall rein, sonst überbrückt man ja Dauerplus mit Schaltplus und das ist ungewollt. Wir wollen einfach nur, dass der Schaltplus in Zukunft auch wie das Dauerplus funktioniert, wenn man den Schalter umlegt, damit Dauerplus und Zündungsplus gleichzeitig den Strom führen, also Spannung zur Verfügung stellen. Jetzt haben wir in diesem Schalter, in diesem Adapter, diese Verbindung drin, die wir aufmachen können. Das ist unser Dauerplus. Und dieser Schalter, und übrigens alles, was ich euch erzähle, gibt es natürlich unten als Link im Videobeschreibungstext, wird jetzt nun ergänzt mit einem Diodenergänzungskit, nennt man ihn einfach mal so, oder Zusatzbatterieergänzungskit für alle, die jetzt sagen, ich habe eine Aufbaubatterie im Fahrzeug drin und da soll der Strom für mein Autoradio herkommen und nicht von der Starterbatterie. Dazu haben wir uns gedacht, wir machen hier ein 4 Meter Powerkabel mit rein, natürlich einen Sicherungshalter, wir haben die entsprechende Diode und Schrumpfschlauch und Ringöse. Und das Ganze bauen wir jetzt mal zusammen, damit ihr seht, wie der Schalter quasi abgegradet wird, damit das Ganze auf die Aufbaubatterie angeschlossen werden kann. Für alle, die bereits diesen Adapter schon integriert haben und das Ganze angeschlossen haben auf die Aufbaubatterie, quasi genauso wie wir, nur ohne Diode, die können das natürlich jetzt auch so nachrüsten mit der Diode. Damit stellen wir zumindest sicher, dass hier keine Schleichströme von der Aufbaubatterie zur Starterbatterie folgen können, weil wir das mit der Diode trennen. Es geht jetzt bloß noch ein Strom in eine Richtung von der Zusatzbatterie zum Radio, aber nicht mehr zurück. Das ist das Wichtige an der Stelle. In seltenen Fällen kann es nämlich sein, dass wenn eine Diode hier nicht integriert ist, dass hier Ströme fließen und das Kabel leicht warm wird. Und das können wir vermeiden damit. Dazu können wir jetzt auf der Radioseite, also das ist unser Stecker fürs Autoradio, nehmen wir diese gelbe Leitung, zwicken die mal ab, und sie ein Stückchen abisolieren und nehmen unser gelbes Kabel, das Verlängerungskabel, das ist 4 Meter lang, das könnt ihr so lang machen, wie es für euer Fahrzeug dann optimal ist. Dann können wir gleich den dickeren Schrumpfschlauch mit über das gelbe Kabel hier drüber ziehen und verzinnen schon mal die zwei Enden hier. Und jetzt machen wir die Diode so rein, dass der Strich der weiße Richtung Autoradio zeigt. Darin soll der Strom laufen. Und jetzt können wir schon den Schrumpfschlauch über alles drüber ziehen und verschrumpfen das schon mal. Das andere Ende, das nachher an der Batterie mit einer Sicherung untergebracht wird, müssen wir natürlich auch verlöten oder wer möchte verquetschen. So, beide einzeln. Jetzt ziehen wir über eins von beiden gleich wieder unseren anderen engeren Schrumpfschlauch drüber und verlöten die zwei wieder miteinander. Und zu guter Letzt die Ringöse für die Batteriepolklemme, die ihr an eurem Fahrzeug vorfindet, und hier noch die 10 Ampere Sicherung rein.
Und damit ist euer Kabelsatz jetzt umgerüstet auf die Stromversorgung von der Zusatzbatterie. Und was macht jetzt das Ganze? Die stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ströme nur in eine Richtung laufen zum Autoradio und nichts mehr miteinander wieder zusammengekoppelt wird zwischen Fahrzeugbatterie und Aufbaubatterie. Das ist der ganze Gag und jetzt könnt ihr natürlich das Ganze schön an eurem Fahrzeug, an der Zusatzbatterie anschließen.